Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von baueichmirselbst.de. Heute die Montage des Ladekantenschutzes für euren T5. Die Montage an anderen Fahrzeugen funktioniert aber garantiert ganz ähnlich. Auf unserem letzten Trip in Schottland hatten wir einen kleinen Auffahrunfall. Deshalb haben wir jetzt einen ganz neuen Stoßfänger und eben auch einen neuen Ladekantenschutz, sodass wir dieses Montagevideo machen konnten. Auch diesmal haben wir nicht das VW-Teil genommen. Das ist nur Edelstahl-Optik, aber aus Plastik. Wir nehmen einen echten Edelstahl-Ladekantenschutz. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Bitte beachtet in diesem Fall auch die Montagehinweise des Herstellers. Zuerst muss der Stoßfänger gründlich gereinigt werden. Wie es so schön heißt, sauber, staub- und fettfrei. Ich habe dazu einfach destilliertes Wasser und einen Glasreiniger benutzt. Zusätzlich ist bei dem Ladekantenschutz noch ein Reinigungstuch, ich denke auf Alkoholbasis, beigelegt. Die mittige Position haben wir mit einem Stückchen Klebeband markiert, sodass wir beim Montieren selbst dann keinen Fehler machen. Wenn der Ladekantenschutz in der richtigen Position liegt, haben wir jeweils hinten links und hinten rechts hinter den Ladekantenschutz auf den Stoßfänger ein Stückchen Tape geklebt. Darauf, wieder ordentlich ausgerichtet, wird er hinten links und hinten rechts an den Stoßfänger geklebt. Das hat folgenden Sinn, dass man den Ladekantenschutz jetzt hoch und runter klappen kann und er gleichzeitig ziemlich gut in der Position bleibt. Wenn ihr euch sicher seid, dass die Position stimmt, klappt ihr den Ladekantenschutz hoch, entfernt alle Streifen der Montagetapes den Ladekantenschutz vorsichtig herunter und drückt ihn sofort an allen Stellen richtig gut fest. Schon erledigt. Kosten ca. 85 Euro, Zeitaufwand unter einer halben Stunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch baueichmirselbst.de bei YouTube, schaut auf der Webseite vorbei oder liked uns bei Facebook. Tschüss!